Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Ja, und damit mal wieder ein allerherzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir haben gerade eben noch mal einen kurzen Rückblick bekommen, was beim letzten Mal passiert ist. Denn die Sequenz haben wir schon beim letzten Mal gehört. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dem kleinen Jungen folgen, meinte ich. Aber vorher reden wir mit den Leuten noch. Wie viele andere auch, eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Das hört sich nach einer Nebenquest an. Wenn ich sie dann auch finden würde. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Wahrscheinlich wird die Nebenquest irgendwo hier sein. Ach, meine Lieblingsbeschäftigung in dem Spiel. Du bist der Feine. So, was haben wir denn hier noch? Etwas, Achso, nee, kein Öl, irgendwas anderes. Ein bisschen Holz. Dann müssen wir mal hier runterschauen. Man merkt eindeutig, dass wenn ich hier hochlaufe, dass ein anderer Abschnitt geladen wird, weil dann habe ich immer mal einen kurzen FPS-Einbruch. Davon bekommt man aber nicht allzu viel mit, also das ist jetzt halt, was sich genau ändert. Das bleibt dem Spieler verborgen, sag ich mal so. Wäre ja auch ein bisschen blöd, wenn man dann erst so die Welt generieren sieht. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, die schicken? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Vielleicht hier unten noch? Oh, hier noch. Ich und Edsley haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. Ach, Edsley hieß der. Dem wir folgen sollen. Ah, hier ist noch so ein Monolith, oder? Wie auch immer man das sagen möchte. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coatlicue, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Tödliche Erdenmutter, Yucateco, so heißen diese Monolithen also jetzt. Ja, je nach Region bekommen die einen anderen Namen, so wie es scheint. Okay. Jetzt mal gucken. Also ich weiß noch nicht so ganz, wo der Edsley ist. Ich vermute mal, dass er irgendwo rechts sein wird. Da, wo ich vorhin gesagt habe, dass da eine neue Region geladen wird. Kondorfedern. Wunderschöne seltene Federn eines Kondors dienen zur Herstellung seltener Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Ach, das ist ja cool. Okay. Kleinen Hechtsprung ins Wasser. Oh, das geht aber tief runter. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden sollte. Haben wir schon das schnelle Schwimmen geskillt? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Da vorne ist auf jeden Fall irgendein Schatz.
Zumindest. Und rechts, glaube ich, auch. Irgendwo. Habe ich es aufblinkend sehen. Ah ja. Ui, irgendwas Adlermäßiges haben wir bekommen. Wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß nicht, ob es der Kopf von einem Adler ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sollten uns hier noch. Ah ja, sag ich doch. Ich habe es doch davor blinken sehen. Okay. Geht's lang? Ja, da geht's lang. Ich hoffe, da geht's auch wieder raus. Ansonsten. Oh. Schatztruhe. Und dazu brauche ich irgendwas anderes. Ich sollte hier schnell wieder raus. Ja. Schnell. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, richtig zu lesen, was ich dafür machen muss. Ich gehe mal davon aus, ich brauche irgendwas. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Seuche. Yucateco. Achso, Yucateco ist der Ort, oder? Weil das war jetzt gerade kein Monolith, den wir gefunden haben. Ich denke, das soll den Ort beschreiben. Schätze ich mal. Kann ich da hier das auf der Karte sehen vielleicht? Die verborgene Stadt. Okay. Ein bekannter Ort. Ich denke, wir haben da noch einiges zu erkunden. Ja gut, keine Ahnung, was jetzt wie dieser Ort jetzt hier genau heißt, außer die verborgene Stadt. Ob das jetzt schon der volle Name ist, ich mag es mal nicht glauben. Mit der haben wir schon geredet. Haben wir da unten was? Ui. Hat sich ja echt gelohnt, dass wir das geskillt haben. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Mhm. Naja. Oder es war halt ein Bastler. Wer weiß, wer weiß. Ja, und schaut's wieder geladen. Das hat man deutlich gemerkt. Ich denke, die ganzen Menschen wurden da gerade geladen, damit es halt einfach nicht so viel ist. Was ja auch durchaus Sinn macht. Monolith entdeckt? Ah, ach der hier! Mittlere Yucateco-Monolith. Lernen Sie alte Dialekte zum Insofern. Ich bin nicht sicher. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Vertiefen Sie Laras Wissen über den Yucateco-Dialekt, um den Monolithen zu entziffern. Okay. Ich könnte ja auch einfach mal einen echten Yucatecoaner fragen, ob der es für mich entziffert. Aber ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren. Ui, Händlerin? Oder? Isik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählt? Unbedingt. Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Okay. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was wir rausnehmen sollen, aber wird schon seinen Grund gehabt haben. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand.
Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Teufel im Dunkeln, Yucateco. Okay, ich weiß nicht, ob sich Monolithen freigeschaltet. Alte Dialekte verbessert, kann jetzt mittlere Yucateco Monolithen lesen wahrscheinlich. Ui, wo geht's denn hier lang? Aha. Ist das etwa ein Geheimversteck? Von irgendwelchen seltenen Sachen? Also wir können jedenfalls beachtlich viel wieder mitnehmen. Das lag wahrscheinlich daran, weil ich das geskillt hatte. Finde ich ja ganz gut, eigentlich. Oh, Moment. Nein! Tauche auf, Lara, da war glaube ich noch was. Achso, ich dachte, das wäre ein Mensch. So, da ist noch mehr. Okay, jetzt haben wir es. Ansonsten glaube ich, ist hier nichts mehr, oder? Nee. Dann lasst uns mal weitergehen. Ein Herausforderungsgrab. Ach, hör auf. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also, jetzt wirklich nicht. Ja gut, einen Fähigkeitspunkt habe ich ja gesagt, ich möchte noch ein bisschen sammeln. Den Bogen könnten wir verbessern. Wir können aber auch unser Maschinengewehr verbessern. Was ist hier? Individueller Griff, Präzision. Oh, ja, das könnte man eigentlich machen. Machen wir das mal. Damit wir mal eine maximale Präzision da rausholen. Ja, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen... Ich weiß halt nicht so ganz, ob die geräuschlose Pistole uns da wirklich so einen Vorteil bringt, weil irgendwie... Ich muss die Gegner sehr, sehr schnell ausschalten und dann auch... Ich glaube, habe ich das schon mal jemals so probiert, jemanden auszuschalten, ohne entdeckt zu werden? Vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichitaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt, ihr Leben mit dem von Ichitaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Vertrag. Also ich weiß nicht, ob ich jemals schon versucht hatte, jemanden mit der Pistole leise auszuschalten. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Weil wenn, dann habe ich meinen Bogen genommen. Ich könnte es mal wirklich jetzt öfter probieren. Dann gucke ich einfach mal, ob es sich lohnt. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch. Was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez. Krankheit und Tod. Okay, also ich gehe mal davon aus, das Herausforderungsgrab ist da drinnen, oder? Hier vorne vielleicht? Kundenzin-Eingang. Oder was stand da? Erkunden Sie um den Eingang herum? Oder... Nein, ich muss da nochmal das Event hier auslösen. Event? Normal kam doch da jetzt... Oh, Herausforderungsgrab. Erkunden Sie, um den Eingang zu finden. Achso, okay. Ah, jetzt bin ich also richtig. Okay, muss ich da vielleicht hangeln? Nein? Muss ich das anzünden vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder muss ich mich irgendwo hier hinklettern? Hinschmeißen? Hier vielleicht? Nope. Ah, warte mal. Moment. Ah! Das habe ich gerade durch Zufall entdeckt. Das schaut besser aus und das schaut nach einer Falle aus. Oder? Nee, doch nicht.
Sah so aus wie so ein Messer, das dann runterfallen würde. So, was haben wir denn hier? Eine Schatzkarte. Archivarkarte. Wandgemälde, okay. Ja gut, die Monolithen müssen wir auch mal entziffern. Haben wir eigentlich davor schon jemals Monolithen gefunden? Oh, sorry. 24. November 1603. Ich begleitete Andres Lopez und eine Gruppe aus 12 Soldaten und 2 Molossern durch den Dschungel. Da die Wegbeschreibung, die Trinity von den Jesuiten erhalten hatte, ausgezeichnet war, fanden wir die verborgene Stadt ohne größere Probleme. Die Bewohner der Stadt waren zunächst misstrauisch, ließen sich durch unsere Geschenke aber davon überzeugen, uns einzulassen. Sie ahnen nichts von unseren wahren Absichten. Während wir die Oberhäupter der Stadt ablenken, hat Lopez mit der Suche nach dem Artefakt begonnen. Tagebuch des T. Serrano. Okay, also da müssen wir rüber. Wahrscheinlich ist das der Eingang. Und ist das hier der Ausgang vielleicht? Ich weiß es nicht. Oder ist das jetzt das Grab? Das ist das Grab. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt... Ich würde noch mal ganz zurückgehen wollen, weil ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo wir jetzt hingehen würden. Aber ja, scheint so, weil hier ist irgendwie nichts mehr großartig. Also ich glaube, das ist wirklich der Eingang ins Grab. Können wir durchschauen? Vielleicht sollten wir stattdessen mal kurz darüber schwingen. Vorher mal gucken, was da dann gewesen wäre. Hä? Lara? Warum hält sich nicht fest? Ich dachte, das muss ich machen. Mal schauen. Ach so, ein Schwalben... Ah, sorry. Ich hätte vielleicht vorher lesen sollen. Ja, ja, gut. Ich wollte ja gar keinen Schwalbensprung machen. Ich dachte, da geht's vielleicht noch rüber. Ich kann aber auch keine Sachen auswählen. Ich glaube nicht, dass ich darüber springen kann. Das glaube ich nicht. Wie dem auch sei, gehen wir mal hier durch. In den Grabeingang. Auch wenn es sehr hell für ein Grab ausschaut. Gekonnt ist gekonnt. Oh. Sollten wir uns vielleicht ein bisschen beeilen? Ah ja, okay. Ich sehe. Die Frage ist, wo ich hin muss. Oder muss ich mich abse... Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ich muss wahrscheinlich da links rüber. Könnte das stimmen? Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher. Aber in Anbetracht dessen, dass sie automatisch nach links schaut und ich auch nicht wirklich nach rechts schauen kann, muss das ja irgendwie richtig sein. Ah ja. Oh. Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Oh. Wie komme ich jetzt darüber? Ah, sie kann sich doch festhalten. Ich dachte es mir doch. Aber ich wollte erst drüber springen, weil sie sich nicht festgehalten hat. Da habe ich es aber dann nochmal probiert, weil ich mir gedacht habe, schaut aber sehr festhalterisch aus. Also war es anscheinend bloß ein kleiner Fehler.